hier in unserer Firma bei Bayer Weimar geht es uns gut. Die Firma schreibt sehr gute schwarze Zahlen. Wir haben sehr viele Aufträge. Wir arbeiten ordentlich. Wir möchten auch dafür ordentliches Geld verdienen. Und deshalb finde ich es klasse, dass ihr heute hier seid und dass wir hier zusammen darum kämpfen, dass diese 6% als Forderung weitergetragen werden und dass diese Betonköpfe von Arbeitgebern ihre Sache aufgeben, dass sie sagen, wir müssen uns richtig unterhalten, wir müssen anständig verhandeln und da muss es anständiges Geld für anständige Leute geben, solche Leute wie ihr seid, Kolleginnen und Kollegen. Ich finde es eine Frechheit von den Arbeitgebern, uns als Tarifgegner zu bezeichnen. Und die 6%, die wir fordern, sind absolut nicht überzogen, sie sind gerecht. Die Erfolge der Industrie und gerade der chemischen Industrie zeigen, dass mit hohen Umsatzrenditen umgegangen wird. Und von daher ist das eine sehr moderate Forderung, die auch durchgesetzt werden sollte. Oh, das ist ja warm da drin.